momentan ist ein Freund von mir, meiner Gruppe in der Stadt, eingeladen von der Biennale, der Occupy Museums gegründet hat. Das hat für uns als Theatermacher natürlich viel Sinn gemacht. Also er hat bei uns auch ein Theaterstück mitgespielt und als New Yorker Künstler meint er mir, er weiß, wer die 1% wirklich sind. Weil das immer meine Frage wäre, wer sind denn dann diese 1%? Wer soll das sein? Ich meine, das wären eigentlich die Leute, die seine Kunst kaufen, also die großen Sammler. Und er ist sozusagen aus seiner Galerie ausgetreten und hat versucht, im Zusammenhang mit Occupy Wall Street Kunst zu machen. Weil er gemeint hat, der Kunstmarkt ist natürlich vollkommen Teil des Problems. Und es gibt sogar Leute, die behaupten, vielleicht sind Kunstwerke werden der neue Goldstandard, weil Kunstwerke das leisten können, was das Gold eben nicht mehr vermag, nämlich absolut originale Werte zu schaffen. Er will sich dem verweigern und für uns war das natürlich als Theatermacher interessant, wie macht man Kunst, wenn man nicht mehr an dem Markt funktionieren will. Er ist den ganzen Sommer über letztes Jahr als Geld verkleidet herumgelaufen und hat seine Aktion genannt Summer of Change. Mit dieser schönen Doppeldeutigkeit natürlich von dem Wort, was Obama an die Macht gebracht hat und dem Kleingeld. Und er hat Kleingeld auch verteilt und zwar an Banker in der Wall Street und hat gemeint, die sollen doch einfach mal Geld wieder anfassen. Sie würden ja sonst immer nur am Computer sitzen. Und als dann auf einmal diese Gruppen auftauchten, Occupy Wall Street, fühlt er sich natürlich wie ein Fisch im Wasser. Und so insofern haben wir das sehr eng mitbekommen. Ich habe so einen Tag vor dem 17. September schon eine E-Mail bekommen, jetzt geht's los. Und keiner hätte gedacht, was das natürlich für eine Welle lostritt, dass ein paar Leute sich versammeln, um die Wall Street zu besetzen. Ist jetzt übrigens auch das sehr schöne Buch von David Graeber, diesem anarchistischen Anthropologen, erschienen, der als Vordenker von Occupy Wall Street gilt, der geschildert hat, wie es dazu gekommen ist, dass es natürlich ein vollkommen zufälliger Prozess war. Es gab diesen Artikel in Adbuster, Occupy Wall Street. Und dann wurde er gefragt von seinen ganzen anarchistischen Kollegen, so, was ist denn da geplant, du schreibst doch für Adbuster. Er hatte keine Ahnung, hat bei der Redaktion angerufen, die haben gemeint, da ist gar nichts geplant. Und so kam das dann ins Rollen, dass Leute sich gedacht haben, das ist aber eine gute Idee, also machen wir das doch. Und ich denke, wir werden, der Frühling ist zwar ausgeblieben, der amerikanische Frühling, auf den sie gehofft haben, aber das, was sie in die Welt gesetzt haben, dass also Gruppen von Menschen wirklich so horizontal kommunizieren und versuchen, sich miteinander zu verständigen. Das wird, denke ich, bleiben und der größte Erfolg, wie auch immer die 99% wirklich sind, ja, aber der größte Erfolg ist eben, dass man versucht, so eine direkte Demokratie zu etablieren, wo dann wirklich vielleicht 99% der Leute, die sich da versammeln, sich darüber einig sind, was sie machen, beziehungsweise so lange diskutieren, bis sie sich einig sind. Und das wäre schon ein radikaler Shift in auch oppositioneller Politik. Was mache ich jetzt mit diesem Ball? Den schmeiße ich ins Publikum? Boah, was ne? Möchtest du dazu auch noch was sagen, Leopold? Du musst nicht, kannst aber. Ich würde schon gern was ergänzen. Es ist halt das Problem in der gesamten Occupy-Bewegung, es ist eine starke Oppositionsrolle da. Und ich merke das zumindest in Wien, wo Occupy-Vertreter bei Veranstaltungen auftreten und dann eine Reaktion hervorrufen, die eher eine Blockade ist. Und ich sitze ja hier auch als Vermögensmanager nicht im dunkelgrauen Anzug, sondern so wie ich mich auch kleide, weil ich auch sagen will als Statement, man muss das System unterminieren. Und wir müssen nicht sozusagen uns gegen das System stellen, sondern wir müssen Verbündete im System sozusagen finden, die das System von innen heraus ohne Megafon verkleidet in dunklen Anzügen beim Herrn Ackermann dezent unterlaufen und verändern. Also die Occupy-Bewegung ist wichtig, aber wie Alex richtig gesagt hat, es gibt diesen amerikanischen Frühling offenbar nicht, also wäre die Unterwanderung des Systems durchaus opportun.